Hallo und herzlich willkommen zurück zu Mass Effect. Heute, ursprünglich war ja der Plan, dass wir jetzt endlich mal zum Leviathan weiterkommen, aber ich bin dann aus der Citadel raus und hab gesehen, direkt nebenan gibt's zwei neue Missionen. Da hab ich mir gedacht, machen wir die eben. Und irgendwas schwebt hier oben, ich bin mir nicht sicher was. Aber einmal ist Asari-Kolonie und noch irgendwas. Die Asari-Kolonie sind wir jetzt gerade und Ah, ich weiß schon. Ich weiß, was das ist. Das ist dieser Adat-Yakshi-Tempel. So, da haben wir nichts Neues. Auch nicht. Das passt eigentlich. Immer noch immens viele Punkte. Das ist nice. Organische Pflanzen kurz. Das ist sehr gut. Aufladen brauchen wir nicht. Ihr habt den Mühlkopf übrigens inzwischen umgelegt, bevor jetzt jemand fragt. Explodieren damit die Reiter so. Das klingt ziemlich nice, das nehmen wir mal. Ist wieder Zeitung her. Informationen über die Mission, Liara? Ja, und jetzt verstehe ich auch die Geheimhaltung des Oberkommandos. Es geht um ein Adat-Yakshi-Kloster. Könnte auch ein Kloster sein. Adat-Yakshi? Wie Morinth? Genau. Morinth entschied sich zu morden. Diese Adat-Yakshi isolieren sich, um das zu verhindern. Aber das macht sie nicht harmlos. Ihr Drang kann übermächtig werden. Die Elite-Soldatinnen wurden also geschickt, um das Notsignal des Klosters zu untersuchen. Nicht sehr ermutigend. Welche Befehle hatten die Soldatinnen? Möge es nicht sterben? Falls die Gefahr besteht, dass die Adat-Yakshi entkommen, sollten die Soldatinnen das Kloster säubern. Säubern? Also zerstören. Genau dazu hatten sie schweren Sprengstoff dabei, ja. Morinth war gefährlich, aber sind die Adat-Yakshi so eine Bedrohung? Morinth kam gerade erst in Fahrt. Adat-Yakshi hinterlassen astronomische Opferzahlen. Darum dürfen sie nicht frei sein und deshalb schämen sich die Asari auch so sehr für sie. Das Oberkommando wird erst ruhen, wenn der Ort zerstört ist. Es würde keine einzige freie Adat-Yakshi riskieren. So eine Gefahr sollte während eines Krieges nicht frei rumlaufen. Außer auf unserer Wir Seite. Wir finden die Soldatinnen und beenden den Job. Zu Befehl. Aber ich würde gerne wissen, wer das Notsignal gesendet hat. Das erfahren wir früh genug. Wenn die noch leben, dann treffen wir die früher oder später. So, jetzt hier wird auch der Gegnertyp von Benshi erklärt, den wir schon ein paar Mal hatten. Aber, ja. Ist ja wurscht. Loot. Ich muss noch dem... Was ist eigentlich hier? Dieses C-111 Skyline Shuttle strahlt Hitze ab und wurde demnach vor kurzem benutzt. Eigentlich müsste es dampfen, aber lass mal gut sein. Ich muss noch Mass Effect unbedingt irgendwas spielen, wo man viel looten kann eben. Ich kriege langsam Entzugsentscheidungen, weil er nichts klauen darf. Soll da keiner rein oder eher keiner raus? Im Zweifel ist es keiner raus. Er sieht noch keiner raus aus. Diese Töne gehen über den Stimmbandumfang von Asari hinaus. Ja, das ist genau das, was ich hören wollte. Ich würde die Taschenlampe ausmachen, aber ich darf nicht. Alter. Hör auf mit der Scheiße. Was war das? Wachsam bleiben. Symbole, Materialien, Galatras. Ich habe was gehört. Das war meine Schuld. Tut mir leid.
Aber solange ich noch keiner erschossen habe, ist noch nichts in der Welt. Du wirst nicht glauben, was Janis reingeschmuggelt hat. Eine Kopie von Venia. Wir treffen uns nach dem Abendessen in der Bibliothek. Bring Bücher zum Lernen mit. Rila hat heute Nacht Flurwache, also verhalte dich natürlich. Wir sind an den östlichen Videogeräten. Das wird der Hammer. Bis dann. Oh, und lösche diese Nachricht, sobald du sie gehört hast. Nicht so wie beim letzten Mal. Warum sind alle Adat Yakshi so geil auf den Film Venia, verdammt nochmal? Und Joker ist auch geil auf den Film Venia. Ab! Das sieht hier noch Sonderkommando. Und das sieht noch Reaper aus. Das auch. Das ist ein Haufen Elend. Das war der Captain des Trupps. Sie haben ihr Leben im Kampf gegen die Reaper gegeben. Das Kloster ist sehr abgelegen. Was wollen die Reaper von den Adat Yakshi? Wir wissen es eigentlich schon, aber gut. Was Brauchbares? Ein Lageplan mit einem Navipunkt für eine Bombe. Sie befindet sich in der großen Halle des Klosters. Sie haben also mit der Säuberung begonnen. Dieser Ort ist verloren. Es gibt hier schon zu viele Reaper. Zünden wir in der großen Halle die Bombe. Untertitel. Es ist immer wieder schön. Dieses Geräusch, ne? Ich liebe es. Gute Idee. Eigentlich hübsch hier. Ich hätte sie fast nicht gehört. Ah, Samara. Samara? Es ist eine Weile her, Shepard. Freut mich, Sie zu sehen. Die Verderbnis reicht hier sehr tief. Haben wir gerochen. Sie sind bestimmt auf eigene Faust hier. Vielleicht wegen etwas Besonderem? Das stimmt. Zwei meiner Töchter leben hier. Und Sie sind der Grund. Nur Ihre Entschlossenheit kann uns retten, Shepard. Wir haben ihre andere Adat Yakshi-Tochter gejagt. Sind die hier genauso gefährlich? Falair und Rila haben die Klosterregeln seit ihrer Ankunft strikt befolgt. Sie haben keinerlei Hang zur Gewalttätigkeit. Ja, schon mal gut. Sie sind hier, um sie zu retten. Ich habe die Verantwortung für sie. Und das gilt auch, wenn gerade unsere Galaxie zusammenbricht. Finden Sie Ihre Töchter rasch. Ich zünde die Bombe der Elite-Soldatinnen. Der Justikarinnenkodex verlangt, dass ich den Verbleib meiner Kinder untersuche. Das kann ich nicht ignorieren. Die Deswegen geben wir ihnen Zeit. Frau Samara. Oder Justikarin Samara, die sind sehr stolz drauf. Ich lenke diese Kreaturen ab. Wie wär's denn einfach mit mit kaputt machen, anstatt ablenken? Gehen wir. Das wäre mir lieber. Das sind für meinen Geschmack viel zu viele. Oh, da drüben liegt noch jemand. Mein Name ist Tasha Paray. Ich bin verwundet. Schwer. Geben Sie das meiner Bindungspartnerin, Vishra. Ich habe Sie gebeten, zur Citadel zu gehen. Und sagen Sie Vishra, dass ich Sie liebe. Sagen Sie ihr. Es tut mir leid, dass wir gekämpft haben. Ich war so dumm. Ich wollte das alles nicht, Vishra. Ich möchte, dass du alles bekommst, was mir gehört. Okay, ich liebe dich. Und natürlich wieder auf der Citadel. Yay. Sogar beim Ausparken von der Citadel. Die erste Angriffsposition der Reaper. Glauben Sie, das Kloster wurde vorgewarnt? Kaum Anzeichen von Widerstand. Hier war wohl niemand gewarnt.
Selbst beim Auspacken von der Citadel haben sie immer noch zwei Quests gegeben für die Citadel. War das in die anderen Teile auch so penetrant? Ich kann mir gerade nicht mehr erinnern. Das ist eine Banshee, das hatten wir ja schon mal. Genau das gleiche wie mit jedem anderen auch. Mann, was glaubst du, waren die hier? Das waren Batarianer. Tu nicht überrascht, wir kennen die Scheiße doch schon. Sag mal, warum... Man muss sie das eigentlich umgehen, wenn hier so ein Techniker sitzt? Mit Nahkampfausrüstung. Was war das für ein Angriff? Du bist da! Ich kam, sobald ich konnte. Shepard, das ist Falair, meine Jüngste. Servus. Sie und ihre Schwester Rila sind Adat Yakshi. Sie... Mutter! Sie haben Rila! Das mit der Adat Yakshi-Erklärung hätte es ersparen können, das war mir schon klar. Einige von diesen Kreaturen haben sie in die große Halle geschleppt. Ich wollte dorthin! Was machen die Reaper hier? Wir haben das mit jeder anderen Spezies auch schon gesehen. Was sind die jetzt auf einmal so überrascht? Sie verwandeln uns in das da. Monster. Bitte. Das darf mit Rila nicht passieren. Die Asari dachten, die Adat Yakshi wären an dem Angriff schuld. Aber wir leben hier. Jetzt nicht mehr. Die meisten von uns sind gerne hier. Jetzt nicht mehr. In diesem Kloster können Adat Yakshi Frieden finden. Jetzt nicht mehr. Falair sagt die Wahrheit, Shepard. Ich bürge für sie, voller Stolz. Dann müssen wir uns beeilen. In der großen Halle liegt eine Bombe. Ja, nur, warum ist jetzt auf einmal so unscharf? Eine Bombe? Wollen Sie denn niemanden retten? Nein. Wir versuchen es, aber dieser Ort muss weichen, Falair. Sie klingen wie die Soldatinnen. Und die haben niemandem geholfen. Falair? Tut mir leid. Wir sind in erster Linie zuständig, hier die Scheiße in die Luft zu jagen. Der Rest ist Nebensache. Die große Halle. Sie sucht nach Rila. Wenn sie ja auch in der großen Halle ist, dann... Ja, also. Wir treffen uns dort. Bitte schnell. Warum können wir eigentlich da nicht runterspringen? Wir haben zwar auch zwei Biotika und dann Androiden, dem sowieso scheißegal ist. Rein so logisch gefragt gerade mal. Fernseher. Hier ist Gully. Ich habe den extra der Zugriff gesperrt. Die Schüler sollen nicht wegen dieser Reaper-Gerüchte in Panik geraten. Dennoch könnte es nicht schaden, unsere Vorräte zu überprüfen. Bitte bringen Sie mir vor dem Abendgebet eine Inventarliste. Ich kontaktiere später noch Tessia, um nachzufragen, Reaper-Gerüchte. Was bist denn die Haustür eingetreten, wenn haben sie es nicht geglaubt, dass sie kommen? Das kann aber echt nicht sein. Man bräuchte ein Brecheisen, um diese Türen aufzukriegen. Es war hier wirklich schön. Oder zwei beschissene Biotika, das Ding auseinanderreißen. Was, wenn die anderen Biotika das können? Wieso können wir das nicht, verflucht?
Das regt mich ein bisschen auf. Merkt man vielleicht. Gott, verdammt, der Mage weg. So. Tür auf. Morgen. Was ist das? Fertig. Nächster bitte. Ich habe keine Ahnung, was es ist, aber es hängt hier in der Wand. Das ist eine Panzerung. Das ist eine Shotgun. Keine Ahnung, könnte auch ein Stück. Ne, ist eine Shotgun. Wahrscheinlich. Ich sehe da drüben was zum Looten. Waffen modifizieren brauche ich nicht. Jo, ist eine Shotgun. Shotgun. Es riecht jetzt auch noch Encounter. Hätte mir auch gewundert. Denn das brauche ich halt wirklich nicht. Geh halt da in Deckung, wo die Schüsse herkommen. Gute Idee. Also sonst Auto-Aim haben, aber jetzt plötzlich nicht mehr, wenn ich es abschieße. Was man machen sollte. Ich habe das noch gar nicht zurückgestellt wieder. Elite-Soldatin gefunden. Ebenfalls tot. Du hast gar nichts gefunden. Und ihre Schwester sind vielleicht die einzigen Überlebenden. Ja. Ich war nicht sicher, ob es angemessen ist, dieses Thema anzuschneiden. Danke, Edie. Aber Sie müssen mich nicht schonen. Es ist besser, Bescheid zu wissen. Die Bombe wirkt intakt. Genau wie Falair. Noch. Falair. Rila hört uns nicht. Die Bombe, ja. Sie lebt noch. Ich weiß. Aber es geht Rila nicht gut. Rila ist noch keine von denen. Unmöglich. Sie muss nur aufwachen. Ihr aktiviert die Scheiße. Also wenn ihr die raus wollt, dann nehmt sie mit. Rila? Rila, hörst du mich?
Warum hat sie das getan? Weil sie sich in eine Kreatur der Reaper zu verwandeln beginnt. Tut mir leid. Hätte mir auch gewundert. Wenn sie so lange alleine ist mit den Viechern, ist es eher unglaubwürdig, dass es nicht passiert. Der Sprengkörper braucht einen Zünder. Die Soldatinnen hatten einen. Wir müssen ihn finden. Später. Finde gut, dass die auf ist, zwei Rollen ums Verrecken nichts bringen gefühlt. Zurück zu der Bombe. Stirb leise. Falea, geh! Nimm den Fahrstuhl! Rila, was tust du da? Für mich ist es zu spät. Da kommen Hunderte. Geh! Entweder gehst du freiwillig oder ich hau dich bewusstlos. Die beiden Optionen haben wir. Wir sind nicht eure Sklaven. Wieso ist die grün? Rila, wir konnten uns nicht mal verabschieden. Wenige brechen den Griff der Reaper. Rilas Wille war ebenso stark wie ihre Liebe zu dir. Wir haben sie sterben lassen. Hör auf, so rumzuzicken, sonst könnt ihr ja zu ihr schicken. Sie hat mich daran erinnert, warum ich geschworen habe, dieses Leben zu führen. Nämlich? Faller. Laut Kodex darf eine Adat Yakshi nicht außerhalb eines Klosters leben, das nicht mehr existiert. Was soll das? Tut mir leid, Shepard. Unser Kodex. Es gibt nur eine Rettung für Faller. Mutter, nicht! Meine Töchter.
Ihr wart viel stärker. Loslassen. Aufhören. Was tun Sie da? Dem Kodex folgen. Scheiß auf den Kodex, jetzt verdammt noch mal. Wegwerfen? Ich töte meine letzte Tochter nicht. Das musst du auch nicht. Valer? Ich bleibe hier, zu Hause. Egal, was daraus geworden ist. Ohne ordentliches Kloster? Ich hätte gehen können. Ich brauche kein Gebäude, um meinen Kodex zu ehren. Und die Reaper bekommen mich niemals lebend. Versprochen. Dann erlaubt es der Kodex, dass du bleibst. Natürlich tut er das. Wenn der Krieg vorbei ist und ich noch lebe, besuche ich dich als Justikarin. Es war mein Ernst, dass die Galaxie sie gegen die Reaper braucht. Stimmt. Es wird Zeit, dass ich in die Schlacht ziehe. Ich kämpfe in ihrer Armee, Shepard, wenn ich mit Valer geredet habe. Tu es, wenn du lassen kannst. Ich warte. Dauert nicht lang. Danke, werte Freundin. Quadrat. Hier unten ist alles geklärt. Bringen Sie das Shuttle her. Jawohl, Commander. Ich folge einfach dem Rauch. Ja, das ist am einfachsten. Wenn du versuchst, mich zu finden, ich bin immer da, wo der Rauch ist. Oder das Feuer, oder die Explosion, oder die Schreie. Eine derart zugespitzte Lage war nicht vorherzusehen. Darum habe ich die Bombe gezündet. Mögen die Adat Yakshi in Frieden ruhen. Das Vorgehen der Reaper war monströs. Ein weiteres Team von Soldaten war schon zum Kloster unterwegs. Ich unterstelle sie jetzt offiziell Admiral Hackett. Wird da besser sein. Ihnen loyal dienen. Leben Sie wohl. Dass er eure Drecksarbeit mache, dann möchte er was kriegen für. Admiral Hackett ist über Videoleitung verfügbar. Natürlich ist er das. Wann ist das nicht? Commander Shepard, gibt es etwas zu besprechen? Das nee, gibt's alles, nicht. Informieren. Alles klar. Warum? Egal. So, Adat Yakshi Kloster abgeschlossen. Wir haben jetzt wieder was gekriegt. Ja, wir sind so hoch. Die fünfte Flotte der Allianz haben wir was gekriegt. Und natürlich Asari. Elite-Soldaten. Und Samara. Die 5 Punkte mehr bringen, das ist das komplette Elite-Soldatenteam. Da siehst du mal wie Elite. Auf jeden Fall. Was wir das nächste Mal machen, wahrscheinlich die zweite Mission. Was war denn das nochmal? Ah ja, es gibt in der Normandy am Map aus irgendeinem Grund. Und das sieht aus wie ein Allianz-Symbol. Ein bisschen. Nee, nicht nur ein bisschen. Egal. Nächstes Mal geben wir noch die zweite Mission und dann endlich! Ja, scheiß Leviathan, damit wir das nochmal fertig haben und die nicht mehr Leviathan hören muss die ganze Zeit. Tschüss!